Statements der Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, das ist heute ein ganz hervorragender Tag für Hamburg. Und es ist auch ein wunderschöner Tag für die SPD. 37,5% in etwa in dieser Größenordnung, das Genauere werden wir noch sehen, sind ein klarer Führungsauftrag an die Hamburger SPD und vor allen Dingen an Peter Tschentscher. Das ist ein überwältigendes Ergebnis, mit dem viele ja vor einiger Zeit noch nicht rechnen konnten oder nicht gerechnet haben. Wir waren immer hoffnungsfroh, wie Sie sich vorstellen können. Und es ist wirklich ein toller Tag. Wir haben vor einer Stunde mit Peter Tschentscher telefoniert, mit dem bisherigen und auch künftigen ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Und wir haben ihm natürlich herzlich gratuliert zu diesem großen Erfolg. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben grundsolide Regierungspolitik in Hamburg, sozialdemokratische Regierungspolitik nah an den Menschen honoriert. Und sie haben in den letzten Wochen aber auch erfahren, was es heißt, wenn die Bundespartei einen klaren Kompass hat. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, jeder an seinem Platz, einen guten Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet hat. Es zahlt sich aus. Oder noch im November stand die SPD deutlich schwächer da und hat einen unglaublichen Kurs in den letzten Wochen genommen. Und damit hat Peter Tschentscher bewiesen, dass Erfolg nicht Kraftmeierei voraussetzt, sondern dass er mit seinem unaufgeregten und zielstrebigen Umgang mit den wirtschaftlichen, mit den sozialen und mit den ökologischen Herausforderungen der Hansestadt etwas geschafft hat, was wir ihm von Herzen gönnen und was vor allen Dingen für die Hamburgerinnen und Hamburger hervorragend und wichtig ist. Wir gratulieren aber auch dem Koalitionspartner. Die Fastverdoppelung des Wahlergebnisses ist Grund zu einer ehrlichen Gratulation. Auch wenn die Grünen sicher in diesem Punkt vom Höhenflug der Bundespartei ein ganzes Stück mit profitiert haben, aber auch ihre Themen sind honoriert worden. In der Schlussphase ist deutlich geworden, dass praktische Politik den Brückenschlag zwischen Ökologie, zwischen Ökonomie und sozialer Verantwortung erfordert. Und das ist und bleibt eine Stärke der Sozialdemokratie. Und das gilt für Hamburg und das muss auch für die SPD insgesamt gelten. Ernüchternd ist das Ergebnis für die CDU. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben kein Vertrauen in eine Partei, die inhaltlich und personell keine Alternative geboten hat und die vor allem mit den Signalen, die die Bundespartei aus Thüringen und aus Berlin nach Hamburg gesandt hat, sicher keine Unterstützung gefunden hat. Denn die Hamburger wissen, glaube ich, sehr genau einzuschätzen als eine sehr offene, sehr weltoffene Stadt, wie man reagiert, wenn man sich in die Hände von Rechten oder Faschisten sogar in Thüringen gibt. Das muss alle Demokratinnen und Demokraten unabhängig von ihrer Orientierung an eine Partei mit Sorge erfüllen. Und das hat sich in diesem Wahlergebnis jedenfalls zu einem großen Teil auch gezeigt. Und das gilt in gleicher Weise für die FDP, die in Hamburg auch nichts zu bieten hatte. Und was sich die Partei im Bund in den Thüringen erlaubt hat, war ein Schlag in das Gesicht jedes weltoffenen Bürgers dieser Elbmetropole. Und ich glaube, das erklärt viel an diesem Ergebnis. Aber heute ist ein richtig toller Tag für die SPD und für Hamburg und für Peter Tschentscher und seine Mannschaft. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem kann ich natürlich nicht nur anschließen. Toller Tag für Hamburg, toller Tag für SPD. Die SPD hat lange nicht mehr Grund gehabt, so wie sie heute einen Grund hat, zu feiern. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders natürlich mit Peter Tschentscher und auch mit Melanie Leonhardt und den anderen Vertreterinnen und Vertretern der Hamburger SPD. Das ist euer Erfolg und der ist wirklich großartig. Wir freuen uns, dass damit auch die klare Haltung der SPD auch hier in Berlin in den letzten Tagen und Wochen honoriert wurde. Der festen Überzeugung bin ich, dass auch das hat beitragen können zum Wahlerfolg. Wir arbeiten hier im Willy-Brandt-Haus, im Präsidium, im Parteivorstand der SPD und mit all unseren Kooperationspartnern in Regierung und Fraktion auch daran, dass die SPD mit einer klaren Botschaft, mit einer klaren sozialdemokratischen Botschaft und Politik auch wieder sichtbar und erkennbar wird. Und das Ergebnis jetzt der Hamburger Wahl gibt uns auch Wind unter den Flügeln in dieser Arbeit. Natürlich ist es auch ein großartiger Erfolg, weil die SPD in Hamburg jetzt
eine Regierung auf einem stabilen, klar demokratischen Fundament bauen kann. Thüringen ist eben kein Trend, ganz offensichtlich für Deutschland. Hamburg hat es klar gezeigt. Die AfD hat mit 4,7% den Wiedereinzug in die Bürgerschaft in Hamburg klar versäumt. Es sind immer noch 4,7% zu viel. Aber es ist ganz offensichtlich, dass gerade die Hamburgerinnen und Hamburger, so wie alle anderen eben auch, beginnen, die Menschenverachtung zu erkennen, die sich hinter der Fassade und hinter den Scheinlösungen der AfD verbirgt. Die SPD hat im Umgang mit Rechtsradikalen, in der Frage der Zusammenarbeit auch mit der AfD, immer eine klare Haltung gezeigt. Das haben die CDU und die FDP in Thüringen in den letzten Wochen vermissen lassen. Und dafür haben sie heute auch einen hohen Preis bezahlt in Hamburg. Ich will wegen der traurigen, wegen der entsetzlichen Aktualität auch noch was sagen zu Hanau, zu Halle, zu den Morden des NSU, zur Gruppe S, zu Combat 18. Man muss es klar sagen, es gibt rechten Terror in Deutschland. Er fordert Todesopfer. Seit 1990 sind 200 Tote zu beklagen, überwiegend aus rassistischen Motiven. Es ist nicht nur so, dass Menschen in Frage stellen, ob Migranten, ob Juden, ob Muslime überhaupt zu uns gehören, sondern Migranten, Juden und Muslime müssen wieder Deutsch Angst haben um ihr Leben in Deutschland. Und das ist eine Entwicklung, die uns mit großer, großer Sorge erfüllt. Und wir sind der festen Überzeugung, es ist die Zeit, dass der Rechtsstaat aufsteht, dass die Politik aufsteht und dass auch die Zivilgesellschaft aufsteht gegen diese rechten Terroristen und gegen ihren politischen Arm, die AfD. Und das ist heute Abend in Hamburg ganz deutlich gezeigt worden, dass wir dazu auch in der Lage sind. Und wir werden es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiter zeigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.